Hallo und herzlich willkommen zu der Tag auf Ländle TV. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Dieses Wochenende ist es schon wieder soweit, die Walpurgisnacht steht an. Aber was genau steckt hinter diesem Ritual? Und was hat das Ganze mit den Hexen zu tun? Wir sind der Sache auf den Grund gegangen. Dem Glauben nach versammeln sich Hexen in der Nacht zum 1. Mai an hochgelegenen Orten, um dort die Walpurgisnacht zu feiern. Angeblich vermählen sich in dieser Nacht die Hexen mit dem Teufel und erhalten von ihm das sogenannte Hexenmahl. Die Wurzeln des Brauchs am 30. April haben eine lange Tradition, deren Ursprünge in der vorchristlichen Zeit bei den Kelten zu suchen sind und haben eigentlich nicht wirklich etwas mit Hexen zu tun. Früher wurde an diesem Tag der Übergang zwischen Winter- und Sommerzeit zelebriert und stets die Sonne und die damit verbundenen Lebenskräfte gefeiert. Hier wurden Aspekte der alten heidnischen Religion mit der Christianisierung vermischt. Durch die Christianisierung wurden diese heidnischen Bräuche untersagt und umgewandelt. So wurde dieser Tag der Heiligsprechung der Äbtissin Walburga gewidmet. Die Natur war den Menschen heilig. Und sie haben die Jahreszeiten besungen, sie haben sie betanzt, sie haben sie als Götter verehrt, sie haben sie als Tod gefürchtet, der Winter, und sie haben sie als Wiedergeburt gefeiert im Frühling. Nur unsere Generationen haben es verlernt oder haben es vergessen. Die heilige Walpurga ist Benediktinerin, gewesen, Äbtissin, hat einen Frauenkonvent gegründet. Was mir aber wichtig erscheint, einfach zum sagen, ist, dass das Ursprungsfest aus dem Keltischen, aus dem Germanischen, aus diesen alten Stammeskulturen, ist viel, viel älter. Dieses Maifest ist eines dieser vier Schwellenfeste, das diese Schwelle in diese lichte Zeit symbolisiert. Bevor diese besondere Nacht umgewidmet wurde, hieß die Walpurgisnacht Beltane. In dieser Nacht wird die Hochzeit zwischen Himmel und Erde gefeiert, die Vereinigung von Dunkel und Hell. Dieser Erdenmythos, die Erdgöttin zeigt sich in diesen drei Farben. Der weißen Farbe, sie erblüht in der Schlehe, sie erblüht im Weißdorn, sie erblüht im Holunder. Und nach der Hochzeit geht sie in diese rote, in die fruchtbare Phase über. Und dann, wenn sich die Pflanzen wieder in die Erde zurückziehen, im Herbst und über den Winter, in die schwarze Phase. Dieses Dunkle, auch das Wilde, auch das Aufmüpfige vielleicht, das Sagen, was Sache ist, das wurde in diesem dunklen Mittelalter auf den Scheiterhaufen gepackt. Dieser dunkle Aspekt, dieser intuitive Aspekt der Frau, der durfte nicht sein. Und ich denke, das hängt uns immer noch nach. Und auch dieses Fest soll dazu beitragen, dass wir wieder Zugang bekommen auf diese innere Stimme, sie zuerst wahrzunehmen und auf diese Stimme auch zu hören. Diese Nacht gilt als Zeichen für das Leben, aber auch der Liebe und Leidenschaft. Es ist die Zeit, Altes im Feuer aufgehen zu lassen und Neues herbeizurufen und den Neubeginn der warmen Jahreszeit und der Fruchtbarkeit zu feiern. Wie könnte man besser in eine neue Jahreszeit übergehen? Ja, und nicht nur die Walpurgisnacht findet dieses Wochenende statt, sondern auch die Eröffnung der Kompaumesse. Felix Streibert berichtet. Ja, wir sind mal wieder hier am Messequartier in Dornbirn. Hinter mir, da ist schon reger Andrang, nämlich die Kompau, die eröffnet in wenigen Augenblicken. Und ich nehme sie jetzt mal mit zur Eröffnung. Ja, Hausbau und Sanierung werfen für die meisten eine Menge Fragen auf.
Der Traum von den eigenen vier Wänden, um den soll es am Wochenende im Messequartier Dornbirn gehen. Die 9. Kombau gilt als offiziell eröffnet, ohne spezielle Maßnahmen. Ja, das erste Mal, was wir erwarten, ist, dass wir eine Messe haben ohne Einschränkungen für die Besucher, für die Aussteller. Also es ist wirklich ein uneingeschränkter Zulass ohne 3G und ohne Maske möglich. Das freuen wir uns alle ganz besonders. Auf dem Messeprogramm steht Architektur, Bauhandwerk, Energie und Immobilien. Präsentiert werden Lösungen rund um den gesamten Bauprozess in insgesamt 8 Ausstellungsbereichen. Als Häuslebauer oder wenn man Immobilien kaufen will, dann findet man da einfach zum einen die Informationen. Kann ich mir überhaupt noch ein Eigenheim leisten? Wo kriege ich die Informationen her? Wie läuft das mit der Finanzierung? Was muss ich beachten? Aber dann auch zur Umsetzung von einem Eigenheim sind da einfach die richtigen Partner da, die einem weiterhelfen können und sicher eine passende Lösung finden. Abgebildet wird der gesamte Prozess von der Planung über die Finanzierung bis zur Haustechnik und Ausbau. Ich glaube, dass gerade in der jetzigen Zeit ein sehr wichtiges Instrument ist. Ja, man kann sich wieder treffen, das muss man machen, man kann sich informieren. Und es ist gerade die Bauwirtschaft auf der einen Seite sehr nervös, weil sehr viele Unsicherheiten im Raum sind, Lieferketten, Rohstoffpreise. Man weiß nicht so genau, was auf einen zukommt in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich erachte es vor dem Hintergrund als ideale Plattform, um sich austauschen zu können. Die Aussteller, die hier sind, sind guter Stimmung, freuen sich natürlich drauf, haben sehr, sehr viele Informationen, sehr viele Lösungen auch für die Kunden, für die Besucher hier in allen Bereichen, ob es Planung, Finanzierung, Energie, Klima, Nachhaltigkeit, ganz große Themen natürlich aktuell. Da gibt es ganz viel Neues hier wirklich zu erfahren. Und die hier sind, die freuen sich drauf. Natürlich sind einige, die gesagt haben, sie haben die Auftragsbücher voll, wir können gar nicht. Gerade Handwerker kennen wir alle die Situation. Aber ich sage, die hier sind, die freuen sich drauf, wenn endlich wieder Messen stattfinden können, sie persönlich ihre Kunden auch beraten können. Das ganze Programm gibt es noch bis Sonntag, den 1. Mai, im Messequartier Dornbirn. Und was sonst noch so passiert ist, wir blicken jetzt gemeinsam auf die Meldungen des Tages. Gefüllte Auftragsbücher nützen wenig, wenn nötige Rohstoffe und MitarbeiterInnen fehlen. So Michael Ammann, der Sparte Industrie, zur Konjunkturumfrage. Hemmnisse für die Vorarlberger Industrie, die steigenden Energie- und Rohstoffpreise. Die Hälfte der befragten UnternehmerInnen rechnen mit einer schlechteren Ertragslage im kommenden halben Jahr. Für Schertler der I+R-Gruppe ist klar, die Weltwirtschaft beeinflusst die heimische Bauwirtschaft direkt. Die Jahre davor war die Weltwirtschaft einfach sehr effizient und das ist verloren gegangen. Neben Rohstoffen ist auch der Bedarf an MitarbeiterInnen weiterhin hoch. Die Konjunkturumfrage zeigt, mehr als die Hälfte der Befragten wollen den Stand ihrer Mitarbeitenden in den nächsten 3 Monaten ausbauen. 40% planen ihn zumindest zu halten. Ja, und das war's jetzt auch schon wieder hier von uns. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende, egal ob Sie auf die Kombau gehen oder ob Sie die Walpurgisnacht feiern. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie noch dran fürs Kachelmann-Wetter. Ich freue mich, bis bald. Herzlich willkommen beim Ländlewetter. Am Wochenende erwartet uns eine unbeständige Wetterlage. Schon in der Nacht zum Samstag erreicht uns vom Westen her eine Kaltfront und der Samstag startet dann in den Morgenstunden verbreitet mit Regen. Dieser klingt aber schon am frühen Vormittag ab und danach stellt sich im ganzen Land wechselhaftes Wetter ein. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 4 und 9 Grad. Tagsüber werden rund 11 Grad in der Adelbergregion erreicht und bis zu 16 Grad rund um den Bodensee. Am Sonntag bleibt uns die wechselhafte Wetterlage erhalten. Es ist überwiegend bewölkt, hin und wieder scheint auch einmal kurz die Sonne, dann ziehen aber besonders am Nachmittag auch teilweise wieder kräftige Schauer durch bei bis zu 15 Grad. Am Montag geht es unbeständig weiter. Am Dienstag werden voraussichtlich aus heutiger Sicht die Schauer weniger. Dazu ist es wechselnd bis stark bewölkt. Das war's vom Ländlewetter. Mehr bei kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.